Im heutigen Video geht es darum, wie erkenne ich eigentlich Verliereraktien und wie erkenne ich sie möglichst schnell, das sogenannte Gift fürs Depot. Wie kann ich vermeiden, dass ich in solche Aktien überhaupt investiere, beziehungsweise dass ich mich frühzeitig von solchen Aktien verabschiede? Der Frage gehe ich im heutigen Video nach und es gibt ein spezielles Format mit Lars Eriksen. Lasst euch überraschen. Bis gleich. Sei gegrüßt, liebe Börsianer, willkommen auf meinem Aktienkanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, Verliereraktien, Gift fürs Depot heißt das Thema heute. Und ihr seht, ich habe mein Handy in der Hand, denn ich habe mir was Spezielles überlegt. Und zwar hat mein geschätzter Kollege Lars Eriksen auch ein Video zu dem Thema gemacht, wo er vor allem auf charttechnische Aspekte eingegangen ist. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich in diesem Video heute ein Gespräch mit Lars führe, indem ich ihn frage, was er für ein Fazit zieht in seinem Video und indem ich dann im Gespräch mit Lars meine fundamentalen Ansichten, meine Rechercheergebnisse, die ich dazu erzielt habe, bespreche. Und ich bin natürlich dann sehr gespannt, wie ihr das findet. Ganz kurz noch zu Lars. Lars ist quasi, mein Vorbild hier, was YouTube betrifft. Er hat ja zwei sehr erfolgreiche YouTube-Kanäle mit Trademacher und dem Eriksen-Kanal. Und ich schaue selber sehr, sehr gerne seine Videos, weil er einfach sehr gut rüberkommt, eine hohe Fachkompetenz hat noch dazu, speziell in charttechnischen Dingen, aber auch was so das große Bild betrifft. Und deswegen möchte ich euch die beiden Kanäle wirklich wärmstens ans Herz legen. Abonniert sie einfach mal, schaut rein, wenn ihr sie noch nicht kennt. Die meisten werden sie vielleicht eh schon kennen, aber es lohnt sich wirklich und es lohnt sich einfach auch diese Kombination. Ich schaue ja mehr aufs Fundamentale oft und Lars ist ein absoluter Profi, was die Charttechnik betrifft. Genau. Und ich würde sagen, ich rufe ihn jetzt einfach mal an und ich bin natürlich gespannt auf euer Feedback nachher. Findet ihr das gut, wenn wir da zusammen telefonieren und uns gegenseitig ein bisschen austauschen oder steht ihr lieber aufs normale Format? Einfach unten in den Kommentaren, ihr wisst schon wie immer, gerne eure Statements abgeben. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich zugeben, weil ich das noch nie gemacht habe in der Form, aber ich hoffe mal, wir kriegen es einigermaßen hin. Und deswegen rufe ich jetzt den Lars einfach mal an. So, also es klingelt schon mal beim Lars. Ja, und er nimmt auch ab. Ja, da ist er tatsächlich. Hallo Lars. Hallo Armin. Ja, super, dass es geklappt hat. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Wie fällt denn dein Fazit aus vom Video? Das Fazit fällt eigentlich so aus, dass die Kommentare sehr positiv waren. Wir haben es uns ja fast gedacht, wer frühzeitig seine Verluste begrenzen kann, der freut sich natürlich über die verschiedensten Methoden, die man hier anwenden kann. Die Deutsche Bank wurde selbstverständlich als Beispiel genannt. Hätte ich das mal früher gewusst? Insofern, ja, ich kann ein sehr positives Fazit ziehen. Und wie sieht es bei dir aus? Okay, also ich muss etwas ausholen mal wieder und zwar vorab. Es war echt gut und interessant, sich mal wieder mit diesen Loser-Aktien zu beschäftigen. Ich konzentriere mich ja normal auf Trendaktien, die eher hohes Aufwärtsmomentum haben und das mit Loser-Aktien soll jetzt auch überhaupt nicht despektierlich klingen. Ich denke wirklich, dass wir in Zeiten leben, in denen es unfassbar gravierende und schnelle Veränderungen gibt im Wirtschaftsleben im Allgemeinen. Und dass diese sich natürlich massiv auf die Aktienmärkte auswirken unter dem Strich. Ja, ganz sicher. Also wir haben natürlich einfach diese Mega-Entwicklung der Globalisierung. Wir haben die Digitalisierung. Ich höre mich gerade selber. Wir haben die Elektromobilität. Ob die das dann letztendlich sein wird, die sich durchsetzt, das schauen wir nochmal. Da gibt es ja gerade, das erleben wir ja auch immer unter den Videos, einige Skeptiker, aber wir haben ganz sicherlich jetzt auch ausgerufen per EZB-Entscheidung, wir haben den Megatrend Umwelt und Klimaveränderung. Wie wirkt sich das denn deiner Meinung nach, also diese Veränderung, diese Megatrends, wie wirkt sich das denn auf die Aktienmärkte aus oder vielleicht sogar speziell auf die Aktien, die wir jetzt gerade besprochen haben? Also ich denke, dass sich das ziemlich massiv auswirkt und dass wir hier einfach massive Veränderungen erleben. Und man muss sagen,
der deutsche Aktienmarkt insgesamt ist natürlich, ich sage mal, nicht gerade bevorteilt durch diese Entwicklungen, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Wir haben hier ja eine große Ingenieurskunst historisch gesehen. Wir haben oder wir sind sehr stark auch im Maschinenbau, im Werkzeugbau, im Fahrzeugbau natürlich und lange ja auch im Bereich Rohstoffabbau. Ich selber bin ja großer Ruhrpott-Fan auch, was sich auch sportlich bemerkbar macht. Bin ja BVB-Fan im Gegensatz zu dir, wie ich weiß. Und Kohle und Stahl waren ja lange ganz wichtige Eckpfeiler in der deutschen Wirtschaft. Ja, ja, absolut. Also schönen Dank, dass du da nochmal drauf hinweist. Genauso wie die deutsche Wirtschaft in diesen Bereichen niedergegangen ist, so ähnlich ist es auch dem HSV ergangen. Ich habe das schon verstanden. Aber da wären wir ja bei einem Kandidaten, den ich genannt habe. Also beim HSV weiß ich es oder meine ich es zu wissen. Aber woran lag es denn zum Beispiel bei ThyssenKrupp? Also ich denke mal, wir haben da schon gewisse Parallelen zum HSV, nämlich die gravierenden Managementfehler. Und auch die Führungswechsel, die haben ja auch x-mal den Vorstand gewechselt, so wie der HSV, ich glaube, über 20 Mal den Trainer gewechselt hat in den letzten 10 Jahren oder so. Und du hast aber in deinem Video auch gesagt, manche Firmen sind einfach strukturell benachteiligt. Also man darf sich auch nicht zu einfach machen. Das ist natürlich sehr wahr. Und vielleicht hat zum Beispiel ThyssenKrupp auch nie eine wirkliche Chance gehabt. Ich habe da ein interessantes Zitat gefunden bei meinen Recherchen von einem gewissen Albrecht Ritschl, habe ich vorher auch nicht gekannt, das ist ein Professor für Wirtschaftsgeschichte an der London School of Economics. Und der sagt ganz klar, was wir bei ThyssenKrupp jetzt im Moment sehen, sei eigentlich eine Fortsetzung des Abwärtstrends, der bereits nach dem Zweiten Weltkrieg gestartet sei. Und er sagt auch, die deutsche Schwerindustrie sei unter Weltmarktbedingungen einfach niemals voll lebensfähig gewesen. Und das sei wiederum der Tatsache geschuldet, dass man zwar ja hierzulande durchaus auf üppigen Kohlefeldern sitzt, üppige Kohlevorkommen hat, aber der Abbau eben schon seit jeher ziemlich teuer gewesen sei. Und insofern darf man, glaube ich, auch nicht alles auf das Management schieben. Ja, absolut. Und ja, diese Bedingungen, die dürften sich dann natürlich auch im Zuge der Globalisierung nicht verbessert, sondern eher noch verschlechtert haben. Ganz genau, das ist sogar wahrscheinlich sogar noch untertrieben oder vorsichtig ausgedrückt. Ich denke, es hat sich dramatisch verschlechtert. Und in gewisser Weise denke ich, dass deswegen auch die Managementfehler quasi forciert worden sind, erzwungen worden sind bei Thyssen. Ich denke, es kam eine gewisse Verzweiflung auf, wenn man immer gesehen hat, man kommt nicht mehr an gegen die Chinesen, die können einfach viel billiger produzieren oder auch anderswo auf der Welt, wo massiv subventioniert worden ist. Und ich denke, dass sich das Management irgendwo auch die Fälle davon schwimmen hat sehen und sich dann wohl entschieden hat, wir treten die Flucht nach vorne an. Und dann kam es eben zu dieser verhängnisvollen Übernahme in Brasilien, wo sie, glaube ich, jetzt unterm Strich dann 6 Milliarden verloren haben. Man kann sagen, einem der folgenschwersten Verlustgeschäfte in der deutschen Wirtschaftsgeschichte überhaupt. Ich denke, das ist nicht übertrieben. Ja, absolut. Also genau. Und wer weiß, ob Daimler nicht immer noch ein strahlender Stern am Himmel der Automobilkunst wäre, wenn damals die Übernahme von oder teure Übernahme von Chrysler nicht gewesen wäre. Also manchmal sind so Elefantenhochzeiten dann ja nicht zum Wohle der Anteilseigner auf jeden Fall. Auf die konzentrieren wir uns ja ganz wesentlich in unseren Videos. Ja, also ganz diese genau. Gesamte Thematik, das zeigt vielleicht auch, dass die Globalisierung teilweise unterschätzt wurde oder vielleicht überlagert von der Klimathematik. Ja? Man hat sich ja an die Globalisierung als Schlagwort gewöhnt. Sie greift aber eben tatsächlich immer noch stärker und in zunehmendem Maße in die Industrien ein, die hier in Deutschland mal Weltklasse waren, vielleicht teilweise gerade in der zweiten Reihe auch noch Weltklasse sind. Aber um es mal zum positiven Fazit auch zu bringen. Aber Armin, vielleicht willst du noch ein paar Sätze zu Leoni sagen. Ja, sehr, sehr gern. Also ich denke, Automobilindustrie allgemein, was die Autobauer
mit ihren Ingenieuren und Vorständen gewohnt waren, was sie auch sehr, sehr gut gemacht haben über viele Jahre, war einfach, dass sie die Evolution des Autos vorangetrieben haben. Das Auto wurde sukzessive verbessert in den verschiedensten Bereichen, im Bereich Sicherheit natürlich vor allem mit den Sicherheitsgurten ganz früher, die eingeführt worden sind, die Airbags, ABS und so weiter. Natürlich auch technologisch in verschiedenster Form, auch was das Sinken des Spritverbrauchs betrifft in den letzten Jahren. Alles super, aber... Ja, jetzt haben wir die Revolution. Die Revolution schlechthin. Und das Streitthema übrigens auch. Ja, genau. Wir haben jetzt quasi nicht mehr die Evolution, wir haben die Revolution. Ganz genau. Ja. Ich denke, das ist der springende Punkt. Und auf diese Revolution waren sie einfach nicht vorbereitet. Das haben Revolutionen so an sich natürlich, dass man da nicht drauf vorbereitet ist. Aber wenn quasi der gesamte Antriebsstrang, das Herzstück des Autos auf einmal komplett ersetzt werden muss, wenn man ein ganz neues Auto bauen muss, quasi ein Elektroauto, dann ist es eine ganz andere Hausnummer. Und da tut man sich natürlich extrem schwer, weil es einfach natürlich auch ganz viele Strukturen gibt, die aufgebrochen werden müssen, die sich über Jahrzehnte im Prinzip entwickelt haben. Und natürlich sind auch diese großen deutschen Automobilbauer etwas schwerfällig, zwangsläufig durch das, was sich halt über die Jahre hinweg entwickelt hat, auch die vielen Mitarbeiter. Aber sollte man nicht gerade bei Leoni denken, dass das eigentlich noch funktionieren sollte? Also die machen doch die Verkabelung von den Bordsystemen und Kabel und Elektronik braucht man ja auch in Elektroautos, oder? Ja, stimmt. Das ist ein guter Punkt. Und anfangs hieß es ja sogar noch bei Leoni, da braucht man sogar mehr Kabelstränge. Und dann hat es war ein bisschen ähnlich wie bei Warta, wo man jetzt mal die kabellosen Kopfhörer geöffnet hat, hat auch bei Leoni ein Analyst mal tatsächlich ein Elektroauto zerlegt und geschaut, wie sieht es da denn tatsächlich aus im Innenleben mit diesen ganzen Kabelsträngen für die Bordcomputer und so weiter, die Leoni ja macht. Und dann hat das Analystenteam da festgestellt, stimmt gar nicht, es sind eigentlich viel weniger Kabel, als man gedacht hat. Und auf einmal war dann diese vermeintliche Wachstumsstory, die auch verkauft worden ist, lang den Anlegern ins Gegenteil verkehrt. Wenn man wieder mal gemerkt hat, das stimmt eigentlich gar nicht, was wir da so glaubt haben. Und noch viel krasser ist ja bei Firmen wie Elring-Klinger zum Beispiel. Die sind ja die Spezialisten für Zylinderkopfdichtungen. Wirklich große Ingenieurskunst haben die jahrelang sich auch dumm und dämlich verdient, kann man schon sagen, waren große Anlegerliebling. Da kann denen absolut keiner das Wasser reichen. Das große Problem ist aber natürlich, Elektroautos brauchen halt keine Zylinderkopfdichtungen mehr natürlich. Und das Ganze geht sogar hoch bis zu den Autobauern selber. Es hat sich in den letzten Wochen und Monaten gezeigt, dass eben Tesla speziell bei der Batterie doch einen großen Entwicklungsvorsprung hat. Ich habe das auch zuerst nicht so geglaubt und habe immer gesagt, ja, die Deutschen, die würden da kommen und so. Und jetzt hat Daimler einen ziemlichen Flop hingelegt mit dem ersten reinen Elektroauto. Und man sieht halt, dass trotz aller Forschungsbemühungen die deutschen Autobauer den Vorsprung eben nicht so leicht aufholen können, den Tesla hat. Und das ist eben ein grundsätzliches Muster, das wir sehen. Neueindringende in der Branche, wenn es wirklich da eine technologische Revolution gibt, die tun sich viel, viel leichter, weil sie einfach ihr gesamtes Geschäftsmodell darauf ausgerichtet haben. Und diejenigen, die etablierten, das sind diejenigen, die meist das Nachsehen haben dabei. Ja, verstehe ich. Genau, also diese riesigen strukturellen Probleme einfach, die da sind. Ja, ja, okay. Ja, in anderen Teilen der Welt versucht man ja damit, Strafzöllen zu arbeiten, aber ich denke, mittel- und langfristig wird das nicht die Lösung sein. Das sind diese großen strukturellen Probleme, die du angesprochen hast und die sicherlich auch nicht nur bei dem Unternehmen selber bestehen, sondern vielleicht auch aufgrund der politischen Rahmenbedingungen bestehen, die in dem jeweiligen Land dann halt vorherrschen. Also ich meine, in China dauert es von der Gründung eines Unternehmens, bis es dann losgehen kann, keine Woche. Bei uns ist da jemand, der einen Fertigungsstandort auf die Beine stellen möchte, der braucht wahrscheinlich einen Vorlauf von ein, zwei Jahren. Wir werden ja sehen, wie lange es dauert, bis Tesla dann in Brandenburg tatsächlich Autos bauen kann. Ja, genau. Da bin ich auch mal gespannt. Aber vielleicht, um ein bisschen konkreter zu werden, was können jetzt unsere Zuschauer da wirklich konkret draus lernen? Ich denke einfach, es ist wichtiger,
wie je zuvor auf der richtigen Seite zu stehen. Einfach auf der Seite der Gewinneraktien. Auf der Seite der Aktien, die diese ganzen Probleme nicht haben und die nicht benachteiligt sind strukturell und die nicht von der Politik benachteiligt sind, sondern denen das alles in die Hände spielt. Also in die Aktien zu investieren, die von den gravierenden Veränderungen profitieren. Und das sind eben nicht ThyssenKrupp, Leoni oder auch Elring-Klinger, sondern was weiß ich, SAP, Wirecard oder TeamView oder eben auch Tesla oder Aumann, auch wenn die, okay, die sind inzwischen ja auch stark gefallen. Aber vom Prinzip her geht es einfach darum, auf Gewinneraktien setzen. Ja, verstehe. Ja, absolute Zustimmung. Genau. Und genau, lass mich noch einen Satz sagen, hier wird es wieder länger, als ich eigentlich gedacht habe, aber den Satz muss ich noch kurz loswerden, weil es geht ja immer auch wieder, auch in vielen Videos, um die Thematik Value-Aktien versus Wachstumsaktien. Und dass Value-Aktien so günstig seien, gerade die Autobauer, gerade zum Beispiel auch eine ThyssenKrupp, und Wachstumsaktien so teuer. Und das stimmt eben nur auf dem Papier meiner Ansicht nach. Und ich habe das bis vor 2-3 Jahren auch nicht gecheckt. Ich habe da mit meinem speziellen Screener immer wieder Value-Aktien gefiltert und war so begeistert, wie günstig die sind von der Bewertung her, bis ich dann gecheckt habe, oh Mann, es sind ja viele mit dabei, die werden nie mehr teuer werden. Die werden nie mehr zurückkommen. Die werden immer noch günstiger bewertungstechnisch so lange, bis sie irgendwann mal anfangen, rote Zahlen zu schreiben. Und dann ganz aus dem Ranking rausfliegen am Ende. Das heißt, man kann da hier von so Value-Fallen sprechen, hört man ja oft den Begriff, genau das ist hier der Fall, eben weil einigen dieser Firmen quasi die Geschäftsgrundlage entzogen wird. Die werden nie mehr zurückkommen und diese Firmen sollten wir als Aktionäre einfach meiden. So, das war, denke ich, jetzt genug für das Wort zum Sonntag. Ja, tatsächlich ist es ja auch für die Anleger gar nicht so einfach zu erkennen, was ist ein kurzfristiger Zyklus, der vielleicht einfach aufgrund einer konjunkturellen Schwäche auftritt und was ist vielleicht auch das Ende eines ganz großen Zyklus, einer gesamten Industrie. Das ist die Herausforderung und vielleicht hilft ja unser Ansatz bzw. unsere Ansätze, um das etwas rechtzeitiger zu erkennen. Man wird es nie verhindern können, dass man möglicherweise auch mal nicht der Erste ist, der reagiert. Denn gerade bei der langfristigen Anlage gehört es ja auch dazu, dass man Schwächephasen vielleicht mal ausnutzt. Also das muss man ja auch dazu sagen, nicht jeder Kursrückgang bedeutet gleichzeitig, dass es der Firma auch schlechter geht. Genau, das ist die Kunst, das zu unterscheiden, ganz klar. Das ist ein Knackpunkt. Ja. Jetzt haben wir bei unseren Worten Vapiano ganz vergessen. Stimmt, das sind jetzt ein bisschen kurz gekommen, du hast recht, die passen auch nicht so in dieses Schema jetzt rein, was wir gerade besprochen haben. Trotzdem vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu, was kann man aus Vapiano für eine Lehre ziehen? Ich denke letztendlich, dass sich im Restaurantbereich auch nicht jedes Konzept, das im Kleinen funktioniert, auch auf alle Regionen übertragen lässt, zum einen und in dem Fall schon auch natürlich Managementfehler, dass ich denke, das Management hat sich einfach bei der Expansion übernommen, man wollte zu schnell in zu viele Länder expandieren, hat dann das Ganze ein bisschen aus der Kontrolle verloren und sowas kann natürlich bei Wachstumsunternehmen verheerend sein, wenn dann sich dann die Investoren auch verabschieden, dann kann das ganz schnell in eine Abwärtsspirale reingehen, die wir hier gesehen haben. Ja, interessant. Ja, wenn man jetzt mal dein Video und mein Video zusammenfasst und vielleicht ein gemeinsames Fazit zieht, dann könnte man ja durchaus sagen, bei dieser Thematik, also wie erkenne ich das Gift für das Depot, wie erkenne ich die Verlierer, da passen Fundamentalanalyse und Charttechnik ja sehr gut zusammen. Das heißt also, diese uralte Rivalität, fundamentale Ansätze versus technische Analyse, die hat aus meiner Sicht so eigentlich noch gar nicht bestanden. Und jeder Anleger hat doch eigentlich nur Vorteile, wenn er sagt, ich bediene mich möglichst aller Instrumente, die mir der Markt gibt. Ich könnte natürlich sagen, ja, Fundamentaldaten beschäftigen sich letztendlich immer mit der Vergangenheit und ich muss dann raten, wie sich das Ganze in Zukunft entwickeln wird. Aber das stimmt natürlich auch für die Charttechnik, ja. Da heißt es ja auch gelegentlich, das ist wie Glaskugel lesen. Und am Ende, denke ich, ist immer das Ergebnis entscheidend. Ich muss ja meine eigenen Ergebnisse im Depot mir anschauen. Habe ich hier einen Ansatz, der deutlich über dem liegt, was das langfristige Buy and Hold mir bietet oder nicht? Denn wenn ich da drunter bin, da darf man vielleicht auch mal das Fazit ziehen. Ein Mehraufwand sollte sich dann auch lohnen. Aber ich glaube, so wie wir das jetzt vorgestellt haben, ist das letztendlich für jeden ein positiver Ansatz.
Einfach deshalb, weil man ganz klar sagen muss, jeder langfristige Trend, der gebrochen wird, der hat das Potenzial, dass es sich da um ein Unternehmen, um eine Aktie handelt, die nie wieder zurückkommt. Und solche Aktien möchte man einfach nicht im Depot haben. Insofern kann es nur von Vorteil sein, frühzeitig einen Trendwechsel zu erkennen. Würdest du mir da zustimmen, Armin? Ja, würde ich dir zustimmen. Das war jetzt quasi schon das Fazit, das du vorweggenommen hast, bin ich vollkommen einverstanden damit. Ich denke gerade, dass diese Kombination aus Charttechnik und Fundamentalanalyse einfach immer wichtiger wird und auch dieses Zusammenspiel immer wichtiger, gerade um diese Trendwechsel einfach frühzeitig zu erkennen. Ja, jetzt habe ich dich viel länger aufgehalten, als ich das eigentlich wollte. Wir wollten ja nur ein ganz kurzes Fazit ziehen. Eigentlich jetzt sprechen wir, glaube ich, schon 15 Minuten oder so. Aber es war sehr interessant, was sich da jetzt spontan ergeben hat. Und ich denke, wir können es dabei jetzt bewenden lassen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Und Hinweis an meine Zuschauer. Schaut euch bitte unbedingt den Tradermacher-Kanal von Lars an, abonniert ihn am besten gleich, dann habt ihr die geballte Power aus Kombination Charttechnik und Fundamentalanalyse. Jetzt seid ihr bestens gerüstet für diese aufregenden Märkte, für diese aufregenden Zeiten, in der wir uns gerade befinden. In diesem Sinne würde ich dich ins Wochenende entlassen lassen. Ich weiß nicht, ob du schon Wochenende machen kannst, aber von unserer Seite aus wäre es das dann soweit, denke ich, oder? Was meinst du? Ja, vielen Dank für die netten Worte, Armin. Ich kann das nur zurückgeben. Hat Spaß gemacht. Sollten wir sicherlich in Zukunft nochmal wiederholen. Ich habe den Eindruck, zumindest die Kommentare, die ich unter meinem Video gelesen habe, die wären auch dafür. Und ja, ein bisschen was mache ich noch, aber dann wird es auch Zeit fürs Wochenende. Ja. Also vielen Dank, Armin. Ciao, mach's gut. Ja, vielen Dank, Klaus. Bis demnächst, hat mich gefreut. Ciao. So, da ist er schon weg. Ja, und ich bin soweit auch am Ende mit meinem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr so lange dabei gewesen seid. Ich sag mir auch gerne, wie ihr das gefunden habt. Es war natürlich ein bisschen komisch jetzt mit dem Telefon, wenn wir nebenher telefonieren, ob euch das gefallen hat oder nicht. Und auf jeden Fall geht es hier auf dem Kanal am Mittwoch wieder weiter. Thema steht noch nicht fest, aber ich denke, es wird wieder spannend werden. Wir leben in aufregenden Zeiten. Genau. So viel für heute. Ich bedanke mich bei euch. Macht's gut. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, einfach den Abonnieren-Button unten drücken. Bis zum Mittwoch. Bis dann. Ich bin Armin Brack. Ciao.